So, hallo, wer bist du denn und kannst uns ein bisschen was zu deinem Outfit sagen? Ja, also ich bin Alex und ich cosplaye Hania aus Honkai Star Rail, einem Internetspiel und ja. Wie ist dein Charakter so drauf? Sie ist eher so ruhig und mysteriös und ja, vielleicht auch ein bisschen düster, genau. Finde ich gut, finde ich gut. Okay, hast du ein paar Posen im Kopf? Ja, ein paar, vielleicht so ein bisschen beim Sitzen, auch so dann am Wasser und ja. Okay, let's go. Hallo, wer bist du denn und kannst uns ein bisschen was zu deinem Outfit erzählen? Ich bin Vivi und ich cosplay Venti aus Genshin, weil ich Genshin irgendwie einfach cool finde. Gibt es da spezielle Posen? Ein paar Sitzposen, würde ich sagen. Das heißt, wir machen Posen im Sitzen jetzt? Jetzt, ja. Okay, legen wir los. So, hallo, wer bist du denn und kannst uns ein bisschen was zu deinem Outfit erzählen? Hi, ich bin Tayo und den Charakter, den ich heute cosplay, das ist Danger Noodles, aka Noodles. Und das ist mein D&D-Charakter. Ja, sie ist ein 13-jähriges Katzenteufelsmädchen quasi. Sie mag gerne glitzernde Sachen, dementsprechend haltet ein Auge auf eure Wertsachen. Okay, gut zu wissen. Ja, sie liebt es, Späße zu machen. Ja, und sie liebt Abenteuer. Sie liebt Geschichten, sie möchte gerne ihre eigenen Geschichten schreiben und erleben. Ja. Voll schön. Was macht denn dein Charakter so aus? Also so von deinem Charakter würdest du die Eigenschaften beschreiben? Oh Gott. Sie ist selbstbewusst oder mehr so? Sie ist ziemlich selbstbewusst. Sie geht sehr davon aus, dass Leute ähnlich sind wie sie. Und dementsprechend agiert sie auch. Ja. Okay, was würdest du sagen, sind so typische Posen für deinen Charakter? Meistens sieht man sie nicht, sie ist ein Rogue, sie versteckt sich gern. Okay, dann gehen wir gleich in den Wald, oder? Das wäre ja, doch cool. Ja, das klingt sehr gut. Okay, gut, ja. Dann würde ich sagen, legen wir los. Thank you.
hallo, wer bist du denn und kannst uns ein bisschen was zu deinem Outfit erzählen? Ja, hi, ich bin Robin, aka eigentlich Treulichtfotografie, eigentlich selber Fotograf, ah, aber cool. Tue auch ab und zu Cosplayen, genau. Und das ist der Crusader aus Diablo 3, praktisch ein Kreuzritter, wurde erst mit einem Add-on eingeführt und ja, ist einfach passend, große Rüstung, großes Schild, einfach mächtig, gewaltig, Dämonen ordentlich auf die Glocke hauen, was will man mehr? Klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Was sind so deine Posen? Entweder gut aussehen, auf dem Schild ablehnen oder schön das Schild einfach in die Kamera halten und einfach groß und mächtig wirken. Und wie ist er so? Wahrscheinlich auch eher selbstbewusst, nehme ich mal an. Ja, selbstbewusst und erhaben, hochreligiös, vertraut auf das Licht. Gruselig, aber okay. Okay, ich würde sagen, wir legen los. So, hallo, wer bist du denn und kannst uns ein bisschen was zu deinem Outfit erzählen? Hi, ja, ich bin heute Arielle und in der Light-Version, also ohne Kleid, ohne so, das ein bisschen zusammengestellt, einfach so. Also wir haben dich direkt erkannt. Das ist schön, da freue ich mich. Was sind denn so die typischen Charakterzüge von Arielle, für alle, die Arielle nicht kennen? Ja, am Anfang ein bisschen leichtgläubig, ein bisschen so, sie hat halt sehr viele Dinge gesammelt und hat sich von der Möwe ein bisschen irre leiten lassen. Also ich kenne mir gerne mal die Haare mit einer Gabel. Wenn es funktioniert, gell? Ja. Okay, was machen wir denn für Posen? Was denkst du so? Ja, mit der Gabel auf jeden Fall. Ne? Also da müssen wir irgendwas machen. Und ich würde doch vielleicht nochmal mal beim Sitzen und vielleicht meine Beine zeigen, die neu sind. Die neuen Beine, ja. Okay, klingt nach einem Plan. Ich würde sagen, wir legen los. Alles klar. So, hallo, wer bist du denn und kannst uns ein bisschen was zu deinem Outfit erzählen? Ah, ich bin heute als Aoife, der Main Character aus Genshin Impact, unterwegs. Und ja, das ist originale Aussehen. Wie ist denn dein Charakter so drauf? Ja, ich würde eher sagen, der introvertierte Typ. Mhm. Bin natürlich auf der Suche nach meiner Schwester, so mainly. Und helfe auf der Suche nach ihr halt anderen Leuten in der Welt. Vom Posing her, worauf sollten wir achten? Episch. Episch? Ja. Okay. Episch kriegen wir hin. Hallo, wer bist du denn und kannst uns ein bisschen was zu deinem Outfit erzählen? Hi, ich bin die Leana und ich trage Rani aus Elden Ring. Das ist mein Lieblingscharakter, das ist ein Videospiel von From Software. Und die bestimmt ein Ende sehr stark mit. Und als ich das Ende gespielt habe, dachte ich mir, ja, das muss es sein. Mega schön. Wie ist dein Charakter so drauf? Mein Charakter ist von außen hin anders, als man sie, glaube ich, also man erwartet sie anders, als sie am Ende ist. Sie ist sehr ruhig und schön von außen und hat aber doch so eine ganz spicy Seite, würde ich sagen. Genau, deswegen mag ich sie eigentlich ganz gerne. Also die hat schon faustdick hinter den Ohren. Und so von den Posen her, hast du da welche im Kopf? Ja, einige. Primär mit, ich habe eigentlich noch ein Set Hände. Oha. Mit dem, also sie hat eigentlich vier Arme, mit denen dann
ist sie mal ganz nachdenklich. Ja. Ich habe noch Hände dabei. Okay. Ja, ich habe noch Hände dabei, aber die sie müssen halt zusammengeschnürt werden vorne und dann. Das ist ja abgefahren. Ja. Mega cool. Und du hast das selber gemacht? Ja, ist alles selber gemacht, genau. Unglaublich. Wie lange saß du dran? relativ lang. Ich glaube am längsten am Hut insgesamt. Deshalb ja, ein sehr, impressive, ja. sehr großes Gestell. Insgesamt, ich bin eher eine Näherin als eine Bauerin, deswegen ging das Nähen besser. Aber insgesamt mit vielen Pausen zwischendurch schon 4-5 Monate, denke ich. Aber immer wieder on-off durch die Uni. Ja. Crazy. Respekt. Mega cool. Okay, versuchen wir das mal so einzufangen. Es wird, glaube ich, ein bisschen spannend mit diesem riesigen Hut, ja. dass wir dem die gebührende Aufmerksamkeit schenken. Okay, gut. Ich würde sagen, wir legen los. Okay? Ja. So, hallo, wer bist du denn und kannst uns ein bisschen was zu deinem Outfit erzählen? Ja, also ich bin die Silivrin, das ist mein Künstlername, yay. Ja, und bin im Cosplay von Ariel, beziehungsweise das Design ist von Nikita Cosplay. Sie hat das Kleid auch schon gemacht und es ist alles handgemacht. Ich habe ungefähr 3 Monate dafür gebraucht, aber ich liebe es unglaublich. Das ist ja unglaublich, Hammer, mega schön. Hallo, auch du bist schon ein bekanntes Gesicht bei uns. Kannst du doch mal trotzdem dich vorstellen und etwas über dein Outfit erzählen? Hi, ich bin Julia oder auf Instagram Hekate90 und ich bin heute als Lagerta hier und heute einmal in der leichten Variante, sonst habe ich immer echtes Holzschild und Kettenhemd, heute fürs Wetter die leichte Variante. Sehr gut mitgedacht. Und hast du auch schon ein paar Posen im Kopf oder machst du es spontan? Ein paar habe ich, aber mal gucken, was rauskommt. Du bist ja schon ein bekanntes Gesicht. Kannst du dich trotzdem noch mal vorstellen, wer bist du denn und etwas über dein Outfit erzählen? Ja, ich bin Phil, Town of Phil in Instagram. Ich verkörper heute Rollo aus Vikings. Ja, mit einem komplett eigenen oder eigen kreiertes Kostüm. Sehr beeindruckend. Und wo war das letzte Mal in dem Outfit? Das letzte Mal hatten wir mit euch ein Shooting. Genau, und weißt du schon ein paar Posen? So ganz grob, ja. Alles klar, wir sind gespannt. Hallo, wir kennen dich schon, aber kannst du dich noch mal vorstellen? Na klar, gerne. Also, ich bin Max, aka Metamorph Costumes auf Instagram. Ja, wir kennen uns schon. Wir hatten schon viel Spaß zusammen.
Und ich bin jetzt heute als Ragnar Lodbrok wieder mal am Start. Aber im Vergleich zum letzten Mal hatte ich noch mein echtes Haar auf dem Kopf. Heute musste ich dann jetzt mal auf ein Haarteil zurückgreifen, auf ein selbstgemachtes, weil die alten Haare irgendwann mal runter mussten von der Birne. Ne? Also, fällt keinem auf. Sieht doch naja. Aus. So, Dankeschön. Und was haben wir schon noch von dir gesehen? Noch mal was. Den Hutmacher, genau. Den kennen wir auch schon. Oder ihr? Ja. Genau, und ich glaube, mehr hatten wir zusammen noch gar nicht. Ja, genau, noch nicht. Aber dann, wir freuen uns. Warten wir mal bis Weihnachten, ne? Es liegt ja noch ein Grinch auf Lager. Ah, ja. Auch ja. Sehr cool. Okay, weißt du schon ein paar Posen? Ja, so ist üblich. Ein bisschen rumaxten und. Was man halt so macht. Badass sein, ja. Okay, perfekt. Also, wir fangen an. So, can you introduce yourself and say something about your outfit today? Yeah, so my name is Anya. I'm Lalian Cosplay, and I am cosplaying Daisy from High Rollers, the D&D show. And what is specific about your character? She has someone in her brain pan who is a good person? I don't know how best way to explain that, who helps her like a moral compass a lot of times and helps her with her magic. Sounds great. And do you also know what kind of poses you want to show us today? Oh yeah, of course. Great, so let's start. Wer bist du denn und kannst du uns heute was über dein Outfit erzählen? Hi, ja, ich bin Anni und tatsächlich gibt es noch nicht so eine große Geschichte. Es ist ein eigener Charakter, zusammengewürftes Outfit und ja. Sehr schön, trotzdem. Weißt du schon, was du für Posen machen möchtest? Nein. Okay, also spontan. Ja, schauen wir mal. Sehr gut, dann starten wir mal. Hallo, wir kennen dich, wir haben dich schon mal gesehen. Ja. Kannst du dich trotzdem noch mal vorstellen und etwas über dein heutiges Outfit erzählen? Na klar, ich bin Annika oder auf Insta Lisa Tina Harris. Das ist meine Adaption von Mera aus Aquaman, beziehungsweise in der Variante aus Justice League, weil sie dort eine Rüstung trägt und ich unbedingt mal eine Rüstung bauen wollte. Sehr cool. Und was macht der Charakter so aus, was würdest du sagen? Ja, sie ist eine typische Queen. Definitiv. Das macht es mir relativ einfach, weil sie hat bloß einen Gesichtsausdruck und der ist immer so ein bisschen Resting Bitch Face. Ja, okay, sehr schön. Wir sind gespannt. So, hallo. Hi. Wer bist du denn und kannst uns heute etwas über dein Outfit erzählen? Hi, ich bin Claudia und ich cosplaye heute Aquana von Pokémon in Menschengestalt. Sehr schön, mein Lieblings-Pokémon. Das ist doch gut. Und was macht so den Charakter aus? Kannst du das irgendwie... Ja, ich finde das Pokémon prinzipiell einfach ganz süß und es ist ein Wasser-Pokémon und es hat meine Lieblingsfarbe, es ist blau. Sehr schön. Von dem her, ja, ich mag das Pokémon einfach extrem gerne. Sehr gut, dann sind wir gespannt auf deine Bilder. Ja, ich auch.
Hallo, magst du dich uns kurz vorstellen und heute etwas über dein Outfit erzählen? Hallo, ich bin die Barbara und ich cosplay heute Psyana von Pokémon in menschlicher Form. Sehr gut, und wir haben dich auch schon mal gesehen. Was warst du das letzte Mal? Das letzte Mal war ich ein lila Pilz auf der Konichi. Also, und heute wieder ein lila, ist deine Lieblingsfarbe? Ja. Sehr gut. Hast du schon Posen im Kopf? Nein. Okay, aber das kommt wieder mit der Zeit. Super. Alles klar, wir sind gespannt. Wer bist du denn und kannst du etwas über dein Outfit erzählen? Ich bin Chopper und ich cosplaye heute Zhongli in seiner originalen Version. Und was ist es so für ein Charakter? Was kann man über den sagen? Zhongli ist ein Geogott. Er kann Meteoriten beschwören und er kann überhaupt nicht mit Geld umgehen. Okay. Und was hat er so für Posen? Fällt dir da schon was ein? Also ich habe ihn damals schon oft gecosplayt und Posen hat er sehr interessante auf jeden Fall und ich habe noch ein Special auf jeden Fall dabei. Wie oft wurdest du denn schon von uns fotografiert? Ich wurde von euch, glaube ich, schon 4 oder 5 Mal geshootet. Ja. Schon bekanntes Gesicht auf den Channels. Auf jeden Fall. Okay, dann sind wir gespannt. Oh, hallo, du bist ja auch schon bei uns bekannt. Kannst du dich trotzdem noch mal kurz vorstellen und etwas über dein heutiges Outfit sagen? Sehr, sehr gerne. Erstmal, hi, mein Name ist Eva und mein heutiges Outfit ist aus der Dungeons & Dragons Show High Rollers und ich cosplaye Schwester Ophelia de la Rosa, das Haus des Blutes. Sehr schön. Und was macht der Charakter aus? Den Charakter macht aus, sie ist eine sehr, sehr devote Anhängerin des Gravefathers, eines untoten, vielleicht Gottes, der ihr das Versprechen gemacht hat, dass sie vielleicht irgendwann selbst unsterblich oder ein Vampir werden könnte. Deswegen auch die Ästhetik. Sie ist eine sehr angenehm dramatische Figur, die auch gerne dann mal sich in Pose schmeißt. Angenehm dramatisch lieben wir also. Perfekt, wir sind gespannt. So, hallo, wer bist du denn und kannst du uns was über dein heutiges Outfit erzählen? Ich bin Manu und ich stelle heute eine Art Interpretation von Obi-Wan Kenobi dar. Das Cosplay ist schon fast komplett selber hergestellt. Wow. Die Hose ist aus Leinen, das Oberteil aus einer Art Sofa-Material. Es ist schön weich, angenehm. Und die Schuhe sind handgemachte Lederschuhe, die ich mir mal bestellt hatte. Genau. Sehr die gut. Einzigen, die nicht selber gemacht wurden von meiner Freundin. Okay, aber es sieht toll aus und ist dann quasi wie auf dem Sofa zu sitzen heute, fühlt sich das an. Das ist richtig. genau. Perfekt. Und was macht den Charakter aus? Obi-Wan macht eigentlich eher so eine Art stolze Art und Weise aus, der versucht, so mit seinen Fähigkeiten manchmal auch so ein bisschen zu prahlen und daher finde ich ihn einen sehr spannenden Charakter. Hast du schon Posen im Kopf? Ein paar ikonische Posen von ihm. Sehr gut, wir sind gespannt.
Hello. Can you introduce yourself and tell us something about your outfit and your character? Absolutely. I'm Moss, Moss Cosplay. I'm cosplaying Mercy from Overwatch. And this specific skin is called Atlantic All-Stars. And she is fully self-made, every part of it. And yeah, I'm quite happy with her. She's my second Mercy skin. I started on her last December. And you know, with life and such, sometimes I only worked a bit. But to get her ready for a convention, a month ago, for 2 weeks, I worked on her like 12, 14, 16 hours a day to get her ready. So, can you guess how many hours did it take you overall? Over 500 at least, I would guess 800 hours. That's crazy. Yeah. It looks really good. Thank you. And do you all know what kind of poses do you want? Yeah, absolutely. I brought and her staff and her gun, so we can do some variety. She is a support, a healer. That's what she uses her staff for. But if her team is in need, she also pulls out the gun if it's needed. Great, so strong. She's a very strong, very, very great woman who will lead the team if needed. Wer bist du denn und kannst uns was über dein Outfit erzählen? Ich bin die Kasan Cosplay Kostüms und das ist ein Raben OC. Also sehr komplett schön. Selbst designt. Wie lange hat es gedauert? Für beide Kostüme zusammen, das andere seht ihr wahrscheinlich später, habe ich fast ein Jahr gebraucht. Wow, also ich kann es mir kaum vorstellen, wie viel Arbeit. Das ist also sehr, ja, sehr cool, sehr beeindruckend. Viel Schweiß, viele Nerven, alles steckt drin. Das glaube ich. Und hast du schon spezielle Posen im Kopf? Ja, ja. Sehr gut. Also, wir sind gespannt. Hallo, wer bist du denn und kannst uns was zu deinem Outfit erzählen? Ich bin Jan, ich bin ein schwarzer Rabe. Sehr schön. Ist dir arg warm? Ein bisschen. Dezent. Hast du schon Posen im Kopf? Nein. Also spontan? Ja, spontan. Wir sind gespannt. So, hallo, kannst du dich einmal kurz vorstellen und was über dein Outfit erzählen? Ja, hi, ich bin Ramona, auf Instagram als Maxia-Model unterwegs oder Maxima-Fotografie. Und ja, ich bin mehr im Fantasy-Bereich unterwegs. Ich liebe es, einfach eine Fee zu sein und dementsprechend bin ich so heute hier. Sehr schön. Und hast du schon ein paar Posen im Kopf? Tatsächlich nein, ich lasse mich dann immer eher so ein bisschen leiten, so ein bisschen, so wie ich es gerade fühle. Ja. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Das kriegen wir bestimmt hin.
Hallo, wer bist du denn und kannst du uns was über dein heutiges Outfit erzählen? Also ich bin Olga, Instagram-Name Mikanekokos und ich bin heute einfach Lolita, Fashion Lolita, inspiriert von Kitsune, Fuchs Coordination und ja. Sieht sehr schön aus. Und warum hast du dich dafür entschieden? Ich bin tatsächlich noch ganz frisch bei Lolita mit dabei. Ich wollte mich einfach mal ein bisschen ausprobieren und ich hatte mir dummerweise Öhrchen gekauft und Schweif gekauft, aber ich hatte kein Outfit dazu. Und dann hatte ich auf Devil Inspired das halt gesehen und dachte mir, das ist es. Perfekt. Dankeschön. So, weißt du schon, was du so für Posen machen möchtest oder machst du das spontan? Ich entscheide tatsächlich immer meistens spontan das, was mir so einfällt. Wir sind gespannt. Legen wir los. Hallo. Hallo, kannst du dich kurz mal vorstellen und etwas über dein Outfit erzählen? Also ich bin die Rumi, ich bin online auch als Mavakos unterwegs und ich trage heute eine süße kleine Lolita Coordination. Ich habe so ein bisschen so auf Sunny Bunny getauft, weil so Häschen mit Sonnenblümchen drauf. Habe ich spontan auf der Buchmesse jetzt dieses Jahr gekauft, weil ich mag grün. Ich wollte gerne auch mal ein grünes Lolita Kleid haben. Habe meine Freundin auch ein bisschen mit angesteckt, also ich bin ein schlechter Einfluss in unserer Gruppe. Genau, und ich mag es einfach gerade heute auch zum Abschluss, sage ich mal, zur Dokumie einfach, dass er ein bisschen entspannter unterwegs ist. Ein bisschen süß aussehen, ein bisschen fesch, durch die Gegend tingeln. Sieht sehr schön aus. Und du musst unbedingt mal noch deine Tasche zeigen. Genau, also ich habe mir jetzt auch vorgenommen, zu meiner Coordination, sage ich mal, passt noch so einen Überzug für die Handtaschen zu machen, dass es mir dazu passt, dass ich mir nicht für alles eine extra Handtasche kaufen muss. Ja, das ist sehr smart, genau. Also. Finde ich auch sehr süß geworden. Meine Nägel mache ich inzwischen auch alle selbst, meine Brustanlage. Wow. Also, brauchen wir auf jeden Fall Details. Genau. Hast du schon ein paar Posen im Kopf? Nicht wirklich. Also in Sachen Lolita weiß ich posentechnisch noch nicht so viel Bescheid, wobei es ja eigentlich auch so ein bisschen casual ist. Man muss ja jetzt keinen Charakter darstellen oder sonst was. Man ist eigentlich nur sich selbst. Okay, sehr schön. Wir sind sehr gespannt. Dann legen wir los. Denn und kannst du uns was über dein heutiges Outfit erzählen? Ich bin Chantal und ich cosplaye heute Nilou aus Genshin Impact in der Bunny-Version und ich habe mir dazu noch ein bisschen Equipment besorgt. Sehr schön. Und was macht den Charakter so aus? Nilou ist ein süßes Mädchen. Sie liebt Kuchen, genau wie ich. Und sie tanzt unheimlich gerne und tanzen zählt auch mit zu meinen Hobbys. Sehr schön, also passt es gut zusammen. Und hast du schon ein paar Posen im Kopf? Ein bisschen. Also der Tag hat ein bisschen stressig gestartet, aber ja. Okay, dann Entspannung und wir legen los. Hi, wer bist du denn und kannst du uns was über dein heutiges Outfit erzählen? Hi, ich bin Mira Cosplay, auf Instagram zu finden und das ist Saino aus Genshin Impact. Natürlich nicht in seiner Originalform. Ich hatte mir überlegt, eine Desert King Form mit Wolfsmaske wäre eigentlich ganz nice, deswegen ist es mal schwarz geworden. Sieht sehr gut aus, hast du selbst gemacht? Ja, genau. Sehr cool. Und was macht den Charakter aus? Da gibt es viel. Also ich denke, viele Genshin Impact-Fans werden das verstehen. Die Geschichte dahinter ist schon ziemlich nice. Es fängt mit seiner Kindheit an
wie er überhaupt die Kräfte bekommen hat und so weiter. Also ich will ihn jetzt spoilern, wer okay. das Spiel gerne spielen möchte und nicht gerade bei seinem Legendenauftrag angekommen ist. Ja, aber es hat was mit Hermann Ubis zu tun. Okay, sehr cool. Sieht auf jeden Fall gut aus. Hast du schon ein paar Posen im Kopf? Ja. Okay, perfekt. Wir sind gespannt. Magst du dich einmal kurz vorstellen und was über dein heutiges Outfit erzählen? Hallöchen, ich bin die Claudia, mein Instagram-Name ist LudelRArt und das Outfit ist im Prinzip einem Schmetterling, dem Morphofalter, entlehnt. Habe ich allerdings nicht selber gemacht, ich habe es von einer Fotografin abgekauft und ja, aber ich liebe dieses Outfit. Ich habe es damals bei ihr gesehen, ich dachte mir, oh mein Gott. Ich will damit Fotos machen. Leider hat sie das Kostüm eher verkauft, eher ich dazu kam, Fotos zu machen. Und dann habe ich gesagt, meins! Sieht sehr schön aus, das ist gleich aufgefallen. Hast du schon ein paar Posen im Kopf? Einiges, ja. Also da ich habe mir jetzt dieses Jahr diese Isis Wings noch mit dazu gekauft. Einfach, dass man da noch ein bisschen das Schmetterlingsthema mit aufgreifen kann und da noch ein bisschen so. Sehr gut.